Hallo und willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe vom Landwirtschaftssimulator 17 von der Map Sylt-Hemen. Ja, heute möchte ich euch wieder mal mit einem Video beglücken. und zwar möchte ich euch Folgendes zeigen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt drauf einen neuen Mod, und zwar ist das der More Realistic Mod. Und was der alles für Auswirkungen und so weiter hat, das möchte ich euch mal hier zeigen. Und zwar bin ich jetzt mal mit dem New Holland wieder mal zum Shop unterwegs. Ja, wieder mal zum Shop unterwegs. Und zwar weiß ich, ob ihr das schon erkennen könnt, wenn ich jetzt hier die Kurven und so fahre, dass er sich ganz anders verhält, dass er mehr schwankt. Und die Bremswirkung, die ist auch ganz anders. Oh. Und ihr seht ja da unten in der Anzeige den Rollwiderstand. Beispiel hier auf der Straße macht das so gut wie gar nichts aus, aber außer wenn ich jetzt hier in die Kurve fahre, schwenkt dann doch ein bisschen aus, beziehungsweise neigt sich der den Fliehkräften quasi, beziehungsweise treten schon die Auswirkungen der Fliehkräfte auf. So, verkaufen. Und ich möchte mir wieder mal einen neuen Mähdrescher kaufen. Und zwar wieder einen von der Sorte hier. So, erstmal hier alles raussuchen. Was ich so haben möchte. So, und da haben wir wieder, sind wir wieder 400 47.000 losgeworden. Ich habe gerade mal geschaut.
Da ist unser Schmuckstück. Und damit fahren wir jetzt gemeinsam zum Feld. Ach. Und werden denn dort die Ernte beginnen? Ach, so steige ich ja schon wieder aus. Adio. Einstein. Oh. Hat wichtig zu werden vergessen. Und ab die Luzi. Joa, bisschen bewölkt. Soll es werden? Hoffentlich kommt kein Regen auf. Hi, hi. Ja, die Baustellenlichter, die blinken hier immer noch. Und ich bin ja mal gespannt, wann das Ganze hier fertig wird. Ob die Baustelle überhaupt mal fertig wird. Denke mal, dass er eine Weile braucht, um sie höher hochzukommen mit den More Realistic Mod. So, setzen wir uns mal wieder rein. Beziehungsweise hier von der Innenansicht. So, dann fahre ich mal gleich hier zum Schneidwerk, koppel das mal dran.
fahre jetzt mal hier ein wenig rückwärts. Und schau mal vorher. Das Feld die richtige Düngestufe hat, beziehungsweise schon erntereif ist. Jawohl. So. Ach so, die Düngestufe wollte ich auch noch schauen. Ja, die passt auch. Brauche ich bloß noch den richtigen Kurs. So, dann kann er schon mal halt, stopp, und lassen am ersten mein Freund. So, dann fahre ich noch hier die Spritze vom Feld. Moment. Erst den Abfahrer hier zuweisen. Den richtigen Kurs. Fahrradfeld 32. Ja, da sieht man es wieder. So, aber jetzt die Spritze vom Feld. Und so wird hier noch umgekachelt. Denn das wäre ja nicht schön. So, aber das soll es erstmal gewesen sein, würde ich gerade sagen, aber das stimmt ja nicht ganz.
Motor ausmachen. Irgendwas wollte ich mir jetzt holen. Ach so, den hier wollte ich zum Händler fahren. Mir denn ein neuen neue Saatmaschine. Zulegen, weil die ist nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, standardgerecht. Die hat schon ihre Macken und Mucken. Aber jetzt zeige ich doch mal, wie ich das meine mit diesem More Realistic Mod. Ihr seht, die Räder heben sich an, war aus, wirklich hier ein bisschen rumschwanke. Ach so, die Mod findet ja unter dem Reiter im Mod. Boah, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Die biegt sich und wankt und schwankt. Und die kippt um. Oh, oh, shit. Echt. Dieser Mod ist, ich will nicht sagen genial, aber genial. So. Okay, aber das soll es denn hier erstmal für heute gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was gleich kommt, was ich für euch denn fertig mache, aber erst dann wieder in, ihr wisst schon, kommt, sag ich mal, bye bye.